Die Wahrheit über Locke heute. Ja, ich habe das Video übrigens schon gedisliked, obwohl ich das noch nicht gesehen habe, einfach weil ich, ja, weil das halt einfach dummer Clickbait ist. Also er sagt, oh, es kommt eine heftige Ansage, heftige Ansage. Und dann kommt sowas, sorry. Sowas wird bei mir prinzipiell einfach gedisliked. Wie The Big Reek sagte, wenn ich komme, wird die Fresse gehalten. Ah ja. Dann lass es lieber Sachsenziege machen, Bruder. Jo, was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, der Yo. Thomas hier am Start. Warte, ich muss noch lauter Hier machen, mal alles gut. wieder zu einem Video mit. Deine Fresse. Was sagst du hier für eine Scheiße? Mit Locke einfach. Ich lebe noch, Jungs. Moin. Alle zusammen. Wo ist denn die Kamera? Hier. Bruder. Da war. Ja, zumindest haben sie anscheinend Mimis Videos gesehen, wenn die so einen Joke machen. Ach, da, Mann. Worum geht's heute? Ich dachte mir, wir quatschen einfach mal heute vor der Kamera und machen so ein kleines Statement. Er hat einfach eine goldene so eine Platte. Kleine Antwort auf. Aber es lief ja schon geil. Sachen unterwegs. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, cool, krass. Ja, wir wollten mal ein paar Dinge klären und ein bisschen mal quatschen, Jungs. Und ein paar Sachen auch aus der Welt schaffen, weil das ist ja doch ein bisschen nervig, ne? Ich meine, wenn man dann so hört, ja, das und das und dies und das. Ich würde mal sagen, Digga, fangen wir einfach mal an, wie wir uns kennengelernt haben damals, ne? Einfach auf der Street, wir haben Pranks gedreht. Wen interessiert das jetzt? Damals wog er, glaube ich, noch 110 Kilo oder wie viel? 100, ja. Ja, 120, ich habe schon 30 Kilo abgebaut damals. Also damals, ja, ein paar Monate danach, ein halbes Jahr vorher, habe ich noch 150 gewogen. Ja. Und naja, dann ging das immer mal ein bisschen bergab, nicht? So, und naja, war schon gut so, weil mit 150 Kilo ist das nicht mehr so spaßig. Also so eine Wampe. Ja, du hast, aber du sahst schon. Ja, damals, ja. Aber du sahst schon knuffelig aus. Ja, oder? Aber darfst nicht vergessen, da hatte ich schon 30 Kilo weniger auf der Uhr. Ja. Ne? Junge, ich weiß, ich kann es auch immer wieder sagen, ich verstehe es irgendwie ehrlich gesagt nicht, warum Leute sich so. Also wenn Leute so richtig viel wiegen, dass die so gar nichts dagegen machen. Also er ja schon, das finde ich auch gut. Aber ich meine, es hat ja wirklich nur Nachteile. Ne, du hast halt viel höheres Risiko für alle möglichen Krankheiten, du bist in der Bewegung ein bisschen eingeschränkt und so weiter. Weiß ich nicht, ich verstehe das halt irgendwie nicht, warum man nicht wenigstens ein bisschen an sich arbeitet. Ich finde, wenn man halt wirklich durchziehen, also wenn man möchte, ist es halt auch nicht schwer. Weil voll viele Leute sagen ja auch immer so, ja, aber das ist so anstrengend und teuer und so. Also gut, jetzt vielleicht abnehmen vielleicht nicht, aber trotzdem, also ich meine, sich ein bisschen gesund ernähren und mal weniger zu essen oder halt gesunde Sachen zu sich zu nehmen, ist jetzt ja nicht so schwer. Ich versuche ja zum Beispiel auch gerade zuzunehmen und ich dachte auch immer so, boah, Digga, so viel Essen und das kriege ich gar nicht hin. Aber zum Beispiel, ich track mein Essen einfach und seitdem ist es halt mega easy, weil ich einfach nur gucke, wie viel brauche ich eigentlich noch. Und mich halt einfach daran erinnere, jo, du musst halt auch was essen, ne? So haben wir uns kennengelernt, wie gesagt, mit so einem Prank. Damals war das, glaube ich, mit Anspäng-Prank oder so. War ganz schön Ja, witzig. war lustig. Damals war es halt so, man hat die Pranks halt durchgezogen, ne? Ja. Und war es witzig, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und dann haben wir halt weitergemacht, unsere anderen Videos gedreht, sei es, Digga, Autoprank und so weiter. Wir haben halt weitere Wenn du Videos Eier gedreht. hast. Genau, einfach viele, viele lustige Videos. Also, wir haben Ja. einfach. Ein paar Videos sind gut, ein paar nicht. Das ist halt so, ne? Ja. Wir haben einfach versucht, für Unterhaltung zu sorgen. Punkt, Digga. Und ich muss sagen, manchmal hat es auch gut geklappt, Digga. Vieles ist gelungen. Ja. Mensch, hast du kein richtiges. Achso, Blondes Kübis, ne? Nö, Auf jeden Fall geht es einfach heute darum, kennengelernt haben wir uns mit den Pranks. War lustig, auf der Straße Hä? Auf jeden Fall geht's darum, Cut. Kennengelernt haben wir uns bei den Pranks, ne? Darum geht's heute. Okay, Weird Flex. Wir Ja. kannten uns nicht. Wir Gar kannten nicht uns haben gar wir. nicht, Digga. Quatsch, gar nicht wahr. Alles gut. Wir kannten uns gar nicht. Und das Ding ist, so mit der Zeit, ne, haben wir gemerkt, so, okay. Ja, wir könnten mal mehr draus machen. Ja. Ja, beziehungsweise er ist ja drauf gekommen. Wir haben uns zufällig noch ein paar Mal gesehen nach dem ersten Prank. Und hallo, hallo. Und dann haben wir dann, glaube ich, noch ein zweites Video irgendwie gedreht. Irgendwas war dann ein zweites und dann Und kam das dann kam, erste. dann wieder irgendwie Die ein Telefonnummer Nummern. Ja, ausgetauscht. die Nummern, Digga. Star Wars Prank, glaube ich. Ja, Mann, Digga, du weißt Bescheid. Ja, mein Freund. Ja, weiß Bescheid. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Leon läuft einfach so durch die Straße, sieht Locke, ey, was geht, Bro? Hast du Bock, ein Video zu drehen? Ja, Mann, bin ich dabei, Bruder. Aber auf jeden Fall haben wir diesen Star Wars Prank gedreht und dann, Nummern getauscht und dann ging Ja, das halt so und dann ging es weiter. halt. Revi hat in seinem Stream vorhin dein Minecraft-Talks gesehen, der war nicht so begeistert. Welches Minecraft-Talks? So, dann habe ich gemerkt, Digga, dass du mit der Zeit immer so stressig warst bei dem Dreh. Ich meine, ich bin nicht einfach. Ich glaube, du bist auch nicht einfach. Naja, zwei Strudelpickel haben sich getroffen, ne? Ja. Muss ich mal sagen. Nein, nein, aber das ging schon los, dass ich dann, naja, während des Drehs immer weg wollte und klar. Und dann habe ich halt gemerkt, so, du hast auch mega abgenommen dann, ne? Dann ging es Ja, halt da ging richtig. es ja bergab. Ja, da ging es ja richtig bergab. Ne? Mein Gott, da konnte man dann auch, glaube ich, nicht mehr viel dazu verheimlichen. Irgendwann habe ich Ja, gemerkt, stimmt, das Digga, war dass Einfachstein irgendwas könnte nicht sein. stimmt. Aber warum kann man sich nicht richtig ausdrücken? Ich meine, ich laufe ja nicht weg, ich sitze ja hier. Du kannst ganz ruhig schreiben, Jo, Revi hat auf dein neues Video
über die Minecraft-Szene reagiert. Aber wenn das stimmt, dann können wir uns das auf jeden Fall gleich angucken, falls ich das finde. Ja, irgendwann habe ich zu dir gestellt. Ja, ich wollte einfach nur die Wahrheit wissen. Wir haben auch überlegt, so, ey. Verheimlichen wir das. Ja. Gut, haben wir erstmal gesagt, wir lassen das erstmal vor und so, aber irgendwann mal geht das halt nicht mehr. Mein Gott, die Jungs sind ja auf der Straße auch nicht blöde, sag ich mal. Ne? Und heutzutage, ja. Mein Gott, jeder ist ja aufgeklärt, sag ich mal. Naja, und jetzt wollten wir mal ein bisschen aufräumen. Ne? Also ich habe so ein bisschen Probleme halt. Oh ja, ich habe es gefunden. War nicht schwer zu finden, ja. Ist ja einfach auf seinem Ding, ne? Ist so, Leute. Darf das man sagen, was ja, du, das geht mir echt zu weit. Aber ich sag mal so, jetzt wirst du bestimmt fahren wollen, harte oder weiche oder so. Naja, es ist kein Kinderkram, ne? Aber jetzt will ich nicht ins Eingemachte, weil das geht dann doch zu weit. Aber wie gesagt, ich bin dabei, mir Hilfe zu holen. Ja, krass, ne? Auch heftig eigentlich, wenn man sich überlegt, der ist halt einfach drogenabhängig geworden. Ich habe ja schon mal im Cake News gesagt, also nicht, dann würde ich Leon auch nicht ertragen, ne? Da passiert das schon mal. Aber finde ich halt trotzdem heftig. Also ich bin immer so ein richtig neugieriger Mensch. Also mich würde es mega interessieren, von was er süchtig war. Ich meine, er sieht jetzt nicht, er sieht eigentlich relativ normal aus, finde ich. So, also ich finde, du siehst ihm das jetzt nicht an. Gut, bei welcher Droge tust du das, ist natürlich die Frage. Aber ich könnte mir auch vielleicht so Gras vorstellen oder sowas. Also ich glaube jetzt, ich glaube nicht so was richtig Hartes, ich glaube so eine Mitteldroge irgendwie. Und dann will ich mein Leben wieder leben. Ne? Wie gesagt, abstürzen kann jeder mal. Nur das, was ich jetzt schon länger das Problem habe, habe ich ja über, kann man sagen, die ganze Zeit lang verheimlicht. Aber naja, irgendwann mal fliegt das auf. Ja, die Leute glauben so Heroin. So, wie gesagt, man kann das dann so oder so erzählen. Und was momentan im Umlauf ist, ist halt auch nicht ganz richtig. Ne? Viele sagen ja zum Thema, ich habe das jetzt so mal mitbekommen, von wegen obdachlos und so. Also obdachlos bin ich nicht. Ich wohne immer noch in Hamburg-Finkenwerder, die Elbusinsel. Ne? Ist so, da wohne ich schon seit Jahren. Beste. Und die Wohnung habe ich. Wie gesagt, weil ich habe gehört, ja, ich bin obdachlos. Ja, das habe ich aber auch gehört tatsächlich. Ich weiß gar nicht, das haben mir irgendwie mehrere Leute gesagt, die irgendwie anscheinend in Hamburg wohnen oder so. Die meinten so, ja, Locke ist obdachlos, ne, habe ich öfter schon gesehen. Falls das natürlich stimmt, dass er nicht obdachlos ist, finde ich es aber ziemlich gut auf jeden Fall. Wäre doof, wenn er obdachlos ist, ne? Ja, finde ich auf jeden Fall dann nice, dass er ja zumindest nicht auf der Straße lebt. Weil ich hab auch eigentlich gedacht, dass der irgendwie auf der Straße gelebt hat und der dann irgendwie von Leon vollgequatscht worden ist, vielleicht ein bisschen Geld oder sowas für die Drehzeit halt gekriegt hat und sich das dann so hochgeschaukelt hat. Aber es ist immer anders, als man denkt, meine Freunde. Und ein paar Sachen sind da noch zu vorgefallen. Er hätte mich dazu verleitet, gewisse Sachen zu nehmen. Das ist so nicht richtig. Das war schon vorher so. Aber er wusste es nicht und ich habe es auch gut verheimlicht erstmal. Nur wie gesagt, dann baut man irgendwann mal ab und dann kann man das nicht mehr verheimlichen. Und dann die jungen Zuschauer, lass die Finger davon, ist besser. Ja. Würde ich mal sagen. Ist so. Man denkt immer, man kommt. Ich verstehe echt nicht, wieso Locke sich auf den Leon einlässt. Naja, ich glaube, Locke sieht das erstmal selber gar nicht so schlimm. So, der macht sich da, glaube ich, erstmal keine Gedanken drum. Außerdem muss man ja auch sagen, er ist ja auch, also Leon ist ja überhaupt derjenige, mit dem er halt dieses YouTube-Zeug macht. So, das ist ja wahrscheinlich der Einzige in der Szene, zu dem er überhaupt Kontakt hat. Was soll er sonst machen? Ich glaube, der hat ja nicht mal einen eigenen Kanal, ne? Ich weiß auch nicht, ob Locke jetzt so der krasse YouTuber wäre, um ehrlich zu sein. Schwierig auf jeden Fall. Und vielleicht ist Leon ja privat dann halt auch nett oder so, ne? Ich habe den zum Beispiel privat noch nie kennengelernt. Ich habe ihn einmal bei den Video Days 2016 gesehen, da hat er mir die Hand gegeben. Das war, nachdem ich auf die Bühne von KS Freak gelaufen bin. Aber sonst habe ich den tatsächlich noch nie gesehen im Real Life. Selber davon weg und so, das ist halt nicht so. Und von wegen Leon hätte mich dazu Leute, ich bin zig Jahre älter als er und du, traurig. Ich lasse dich von niemandem irgendwie verleiten. Also, wie gesagt, dieses Problem hatte ich schon vorher, nur er wusste davon nichts. Ich habe es ihm verheimlicht. Nur er ist halt drauf gekommen, dass ich mitten im Dreh immer stressiger wurde und dazwischen wo ich immer mal weg war. Ja. Ich komme gleich wieder. Wo bist du denn hin? Ja, gleich. Ich muss noch mal kurz telefonieren. Ja, hey, wie krass, muss der denn telefonieren, hat er sich gesagt. Und, naja, irgendwann mal wurde ihm das so bunt und dann ist die Sache halt aufgeflogen. Ich hätte mal nach hinten gucken sollen, wer da hinter mir kommt. Ah. Digga, was hat der genommen, Alter? Das würde mich jetzt echt mega interessieren. Also anscheinend ja irgendwas zum Rauchen, oder nicht? Also ich glaube nicht, dass er sich einen Schuss gesetzt hat. Also das ist, glaube ich, zu viel. Ich hätte sonst vielleicht noch Emma gesagt, aber ich meine, keine Ahnung, so eine Line ziehen, weiß nicht, wie lange ist man da weg? Ja, Crack könnte ich mir echt ganz gut vorstellen. Ich weiß ja, aber Meth ist doch auch eigentlich voll hart, oder? Boah, schwierig. Ich meine, ich bin dabei immer. Ich will es jetzt wissen. So, ich bin so ein richtig kleiner, neugieriger Junge, Alter. Aber stand er da. Naja, gut. Pepp oder Christo, ja, okay. Ist ja, gut, so. Ja, gut, schnell ziehen eigentlich. Ne?
Eine Zeit lang haben wir keine Videos gedreht, weil ehrlich gesagt, ich wollte das auch nicht, weil irgendwann mal konnte man das ja völlig dann irgendwann mal ansehen. Ne? Ja, und dann haben wir uns gesagt, bevor wir irgendwie jetzt da irgendwas vor der Kamera sammeln, war meine Idee, besser gesagt auch seine Idee, dass wir erstmal eine Pause machen. Wir haben eigentlich gedacht, wir drehen erstmal 2-3 Monate nicht. Ne? Vielleicht biegt sich das wieder ein, aber das habe ich dann völlig unterschätzt. Das ging dann, glaube ich, ein Jahr. Ne? Ein Jahr haben wir es dann irgendwie nicht gesehen, haben wir auch Pause gemacht und da hat sich dann nichts verändert, leider. Weil aber auch gut von Leon, ihm irgendwie zu helfen, da rauszukommen oder so. Ich meine, wenn jemand das Geld hat, dann Leon, also um halt irgendwie zu unterstützen, mal wegzufahren in Urlaub oder sonst irgendwas, was hilft, keine Ahnung. Schafft man alleine nicht. Naja. Ja, aber auch mit Hilfe. Ja, das ist auch mit Hilfe ist das schwer. Ja, aber was für halten die Händchen, ja, hoffentlich. Und jetzt bin ich dabei, wie gesagt, ich habe mich angemeldet bei gewissen Sachen und das läuft jetzt alles. Naja, und wie gesagt, ich wollte das auch mal richtig stellen, weil ich das auch im Internet da gesehen habe. Ich denke, ich höre und gucke nicht richtig, da was für Dinge da jetzt gesammelt werden und rausgehauen werden. Also Leute, so nicht. Also guck mal, auch für die jungen Zuschauer da draußen, ne, die sich das vielleicht gerade reinziehen. Das Ding ist, es ist echt nicht unterschätzen, wenn man halt mit so Stoffen, sag ich mal, spielt, oder? Ja, was heißt das? Es ist ja kein Spiel, sondern wenn man davon irgendwie so einmal, ne? So ein bisschen. Ja, nochmal, aber allein das Probieren ist ja schon finito. Ja, das ist finito. Ja, deswegen, aber also, ich will jetzt nicht jetzt angemacht haben. Wie gesagt, sag mir nicht böse, dass ich jetzt nicht irgendwie im Arm bin oder so. Nur gar nicht ausprobieren. Gar nicht ausprobieren. Forget it. Also ich selber habe es mir Hero unterschätzt, wo ich dann später rauskomme. Ich weiß jetzt mal, bei Heroin ich noch Downer irgendwie, so richtig kaputt. Ich weiß nicht, ich habe die mich da noch nicht so krass informiert, muss ich sagen. Das Einzige war, ich habe mal so eine, welche Doku habe ich denn gesehen, Alter? Drogen im Visier, war es das? Es gab es, glaube ich, mal bei Netflix oder so. Da waren die immer in so Großstädten und haben dann halt gezeigt, Konsumenten und Leute, die das verkaufen und so. Glaube ich, als Doku. Die war echt mega spannend. Und da waren die Hero-Leute halt schon, ja, ziemlich tot. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, kommt vielleicht drauf an, wie viel, welches Zeug genau, keine Ahnung. Heroin bin ich eher raus, um ehrlich zu sein, weil das kommt für mich eh überhaupt nicht in Frage, gar nicht. Deswegen bin ich da eher weg. Er dachte, ich mach das und wir machen 3 Monate Pause. War ja seine Idee. Stimmt, er hat aber echt voll viele so Punkte halt. Ja, könnte von Nadeln kommen, ne? Und dann fangen wir wieder an. Ich dachte auch, naja, 3 Monate, da wirst du ja alleine hinkriegen. So, da kriegst du Banane hin. Nein, aber auch, wo ich da war und ich versucht habe, so oft immer mit dir, weißt du? Ja, das weiß ich, du hast mir auch schon ein paar Mal angeboten, dass wir irgendwie, naja, nach Süden fahren, gegen Kosovo oder so, oder, ne? Nee, aber auch hier in Deutschland. Auch hier in Deutschland, aber ich wollte das nicht. Oder ich habe immer gesagt, ja, das mache ich alleine und bla. Ein paar Mal hast du ja gesagt, ja, hast du mich stehen gelassen. Ich muss sagen, ich finde das auch gut von Leon, weil der hat mich ja nicht irgendwie fallen lassen, was immer in Videos auch behauptet wird. Das ist ja gut, dann geht das ja eigentlich. Wir haben nur einfach mal Sendepause gemacht, weil das irgendwo auch nicht ging. So, und das Ding ist aber, er ist immer zwischendurch mal zu mir angekommen und hat gesagt, Digga, komm, ich habe deine Adresse rausgesucht, lass mal hinfahren, ich melde dich da an. Nur am vereinbarten Termin war ich dann immer wieder nicht da, weil ich dann natürlich, gut, und Leute, das ist auch nicht so einfach. Das man ist dann so morgen, schwer. Man steht morgens auf, man hat Termin, vielleicht mit Leon, so, aber man hat dann ein ganz anderes Termin, weil man irgendwie dann, ne, ein anderes Problem hat. Man steht unter Strom und dann vergisst man alles erstmal. Und so, das ist dann 2-3-4 Mal vorgekommen. Klar, ja, also ich sag mal, im Endeffekt, das Einzige, was dieses Statement jetzt halt sagt, ist im Endeffekt, dass er halt Locke nicht liegen gelassen hat, sondern dass die einfach eine Sendepause gemacht haben. Was ich mir halt schon vorstellen kann, dass das so ist, das finde ich jetzt mal nicht mal, also nicht so unrealistisch auf jeden Fall, aber das ist halt ja nicht mal das, was man jetzt so großartig an ihm kritisiert hat, so, das wurde vielleicht mal so nebenbei genannt. Ich finde aber andere Punkte über Leon halt viel, viel spannender als die Sache mit Locke. Vor allem muss man das ja auch nicht in 20 Minuten so ausschweifend erklären. Er kann auch kurz sagen, jo, was geht, ich bin drogensüchtig, wir wollten Pause machen, dauert ein bisschen länger fertig quasi. Ein bisschen länger kann man schon sagen, aber so ungefähr. Also ich weiß nicht, ich fühle das irgendwie überhaupt nicht. Auch immer mal genervt und sag mal, was ist los da, ey. Also mit der Zeit habe ich gelernt, damit irgendwie umzugehen und mit der Zeit habe ich gelernt, das zu verstehen, weißt du? Dass es einfach nicht einfach ist. Nee, Das ist sehr schwer, man. Keine Zigaretten oder so. Ich habe gemerkt, so, okay, er kommt zum Termin nicht hier. Ja, da guckt er, hat da so Eiter-Dinger irgendwie an den Händen. Ich weiß aber nicht, ob das welche Droge das auslösen kann. Habe ich gesagt, Digga, lass einen kalten Entzug machen. Lass ab nach Kosovo in den Dorf. Ich meine, außerdem kommt es doch darauf an, bei kaltem Entzug, ich meine, wenn du zum Beispiel so einen kalten Entzug bei Alkohol hast, dann stirbst, also kannst du ja sterben daran halt, ne?
Und das ist ja bei anderen Drogen auch so. Ich weiß aber nicht, bei welcher. Weil die Drogen fallen dann ja auf jeden Fall schon mal weg. Im tiefsten Dorf, ich bin mit am Start. Genau, kannst den Wald hochgehen, schreien. Ne? Ja, einfach, einfach weg von hier. Weißt du, wo du nicht... Ja, wieder... ich weiß, was du meinst, weil hier ist das natürlich klar. Hier brauchst du nur in die U-Bahn steigen, ein paar Stationen fahren oder so und schon. An jeder Ecke hast du irgendwie was oder so. Nein, nein, das ist schon klar. Er hat gemeint, dass wir Cut machen. 3-4 Tage richtig hart. Und, aber oh, das ist nicht einfach, Leute. Das ist nicht einfach. Da habe ich ehrlich gesagt Rückzieher gemacht. Da könnt ihr jetzt sabbeln, was ihr wollt über mich. Es ist so, ist nicht einfach. Ich kann es alleine nicht. Deshalb habe ich mir jetzt auch Hilfe geholt. Und das dauert alles ein bisschen. Und ich denke mal, wenn ich es geschafft habe, ich hoffe ja wohl, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, denke ich mal, dass vielleicht drehen wir auch was. Kommt heute der große Grieche. Der große Grieche kommt wieder am Samstag. Nur, wie gesagt, ich wollte das auch mal aus der Welt schaffen, weil mir ging das auch auf die Nerven. Dann gehe ich auf seinen Kanal, will mal gucken, was er so macht und dann unter den Kommentaren und auch andere Leute da sammeln die dann immer Scheiße. Oh Leute, bitte. Der. Also ich sehe Kommentare, wo Leute schreien, also private auch, wo die sagen, Lok ist wegen dir stoffsüchtig. Ja, das ist doch... Und Lok ist wegen dir auf der Straße gelandet. Ja, das ist ja alles nicht wahr. Also deswegen, das ist... Mit der Straße stimmt doch gar nicht. Leute, die mich kennen, die wissen doch, dass ich... Alter, da hat man es aber gerade richtig gut gesehen. Ich gehe nochmal zurück. Junge... Alter, was ist denn da mit seiner Hand los? Ach du meine Güte, ey. Junge, ja, ich hab leider keine Ahnung. Ja, vielleicht Heroin oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es sein kann. Ich bin leider da nicht so der, was heißt leider? Ich bin einfach nicht so der Drogenexperte da. Blasen vom Gewichte heben. Crystal Meth, Heroin-Streckmittel schreiben die Leute. Krass, Alter. Ihr wisst doch, dass ich im Finken mehr darum streune. Aber auch in Hamburg. Ja, natürlich, klar. Ich bin sehr oft auch auf St. Pauli unterwegs. Brauchen wir uns nichts vormachen, das ist so. Das picken wir lieber weg. Ja, ist so. Mein Gott, jetzt wo Corona nichts mehr los auf der Straße, natürlich sieht man so ein Dorf wie hier. Crocodile? Ich weiß gar nicht. Aus 5 Kilometer Entfernung, klar. Aber gut, was willst du machen? Mein Gott, ich stehe dazu. Und wie gesagt, ich wollte das mal klären. Aber wir werden wahrscheinlich wieder Videos machen. Aber das dauert. Leute, nicht jetzt sagen, oh, in 2 Wochen geht's los oder so. Sowas kann man nicht jetzt planen. Ich würde sagen, ich ziehe das erstmal durch, was ich dir gesagt habe. Ne? Und ich hoffe, jetzt in 1-2 Wochen. Ja, ich hoffe es echt für dich. Ich habe mich ja da angemeldet, das ist mit Warteliste. Leute, in 1-2 Wochen soll es losgehen. Das Ganze dauert 4-5 Wochen und im Anschluss vielleicht noch was anderes. Ich muss das jetzt erstmal changen. Und dann ist aber auch eigentlich bitter, ne? Stell dir mal vor, du bist halt echt so drogensüchtig und willst dir halt schon Hilfe suchen und kommst dann halt nur auf so eine Warteliste. Und keine Ahnung, ich kann dir das schon so vorstellen, du willst halt dahin quasi und denkst dir am ersten, also am Tag, wo du dich anmeldest, so ja, mal mach ich. Und eine Woche später bist du aber schon wieder so heftig auf dieser Droge, dass du halt denkst, nee, komm Digga, da bin ich halt, da bin ich raus. So, und ja. Hoffe ich doch, dass ich wieder der Alte bin, weil, naja, so wie jetzt möchte ich das ja nicht machen. Leute, bleibt sauber. Guck mal, ich schwör's dir, ne? Ich hab mir immer gesagt, auch dir habe ich immer gesagt, ich will nur eins, Digga. Scheiß auf YouTube, scheiß auf Videos, scheiß auf Cash, scheiß ja, auf... Ach, das ist alles nicht so wichtig. Gesundheit ist wichtig. Ja, ich wünsche mir nur eins, Digga. Nur eins würde ich mir wünschen. Digga, dass du einfach davon wegkommst. Ja, das ist aber nicht so einfach, Leute. Und, ich würde es mir so von Herzen wünschen, Digga. Ach, Leute, das ist alles nicht so einfach, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Und wir der Wille, der Wille, der Funke Kontakt. Muss wirklich von dir kommen, ne? Wir bleiben in Kontakt. Ich versuche alles, ne? Ich kann es nicht versprechen, weil... Sowas kann man nicht planen, es muss klappen, es muss Klick machen. Das ist alles nicht so einfach. Tja, kommt da noch irgendwas? Ich hoffe doch, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Und denke ich mal, er hat es mir versprochen, dass wir auf jeden Fall so 1-2 Dinger raushauen werden. Immer, ne? Immer wieder, ey. Aber und? Vorher, wie gesagt, ich muss das erstmal hinter mir bringen. Aber wie gesagt, das wird obdachlos und er hätte Schuld. Das sagen die zum dritten Mal. Habe ich ihn noch nicht gezwungen oder sowas? Absolut nicht. Was soll das denn, Leute? Nein, nein, wurde jetzt alle schon fünfmal gesagt. Wir sehen uns nicht so oft, weil ist doch logisch, er hat ja auch jetzt ein bisschen Stress gehabt, auch mit Menschen mit irgendwelchen Gerichtsdingern. Gut, bevor wir jetzt nicht ins Detail gehen, er hatte viel Ärger, er hatte auch ein Musikvideo gedreht, da war er auch unterwegs. Klar, da sieht man sich nicht so oft, aber wir bleiben im Großen und Ganzen in Kontakt. Er hat mich nicht fallen lassen, was vieles auch gesagt wird, das ist Blödsinn. Ne? Leute, so viel zum Thema. Aber weißt du, was ich auch richtig schlimm finde, Digga? Ja, dich. Ich hab erzählt. Das meint er ernst. Videotitel, die Wiederholung. Aua!
Weil das geht noch 7 Minuten. Jetzt will ich aber auch nochmal Infos hören hier. Du weißt, was ich schlimm finde? Das, was du mir mal erzählt hast. Dass die Leute kommen, die versuchen, ne? Ach so, Statement, so, ja. So. Ja, Leute. Das ist so krass, Mann. Hör zu. Also da sieht man wirklich manchmal so, also Statement. Geht manchmal über die Grenze hinaus, Mann. Ja, gut, klar, ich kann die verstehen. Die wollen natürlich, klar, dass ich irgendwas, keine Ahnung, sammeln tun soll oder was, aber das mache ich nicht. Ich bin royal, oder wie das heißt. Ich bin fair. Ich bin loyal, oder wie das heißt. Ah ja. Du, ich schmeiß sowas nicht über Bord. Also, ich halte schon zu Ihnen hier. Alles okay, Digga. Ne? Wir gehen durch dick und dünn, auch wenn es manchmal so aussieht. Aber was ist jetzt mein Torpedo? Nein, Digga. Wenn du ein Statement auf Wish bestellst. Die Leute, die dich dann so nerven auf den Straßen. Und, du weißt, was ich meine? Auch die dich immer mehr begegnen. Oh, Digga, ja, das nervt auch. Ja, ey, so dass die holen dann Handys raus und wollen von beiden filmen, was macht der da und so. Ah, Leute, Digga, das geht gar nicht. Du, ich habe gewisse Probleme und da muss man dich noch mit dem Finger drauf knallen. Ich sag mal, Leute, lasst mich in Ruhe. Klar, was mache ich wohl da in der Ecke? Keine Ahnung, ich sing ein Lied oder was. Mein Gott, lasst mich doch einfach und dann ist das gut. Ist ja bald vorbei. Ne? Ich schätze mal 1-2 Wochen noch und dann geht das los. Und wenn ich wieder gut drauf bin und so, dann, wie gesagt, komme ich wieder hier. Also ich weiß von Locke, der hat mir das selber gesagt, dass Leute wirklich zu ihm kommen und sagen, yo, Digga, Locke, wir geben dir 300 Euro, wenn du einfach mal aussagst, über Leon, dass er dich dass du jetzt auf der Straße bist wegen Leon und die Stoffe nimmst wegen Leon. Aber das ist doch blöd. Und dann sagen die, warum wusste eigentlich anscheinend jeder, dass er drogenabhängig ist? Also wenn die Leute extra schon darauf angesprochen haben. 300 Euro und oder die haben ihn natürlich gesehen, das kann auch sein. Das ist Quatsch. Ich bin zum Schein sogar eingegangen. Ich habe sogar gesagt, ja Mensch, habt ihr recht, so soll ich mal machen. Ja, wegen Cash, ne? Nein, wegen Cash, nicht wegen Cash. Ich wollte mal wirklich wissen, was doch passiert. Und dann haben wir welche Nummer gegeben und so. Ich denke, das gibt's ja gar nicht. Die meinen das wirklich ernst. Ich dachte erst, die machen irgendwie Spaß oder so, aber... Das finde ich richtig eklig, dass die sagen, und da hast du mir gesagt sogar, dass einer gesagt hat, ich gebe dir Cash, und dann sagt er so, sag, dass du auf der Straße lebst wegen Leon und so, und dann hast du gesagt, hast du gesagt, nein, mach ich nicht, und dann meinte er, sag doch einfach ja. Ja genau, antworte mal ja oder nein, sag doch mal was. Und da habe ich aber so ganz blöde geantwortet, ich habe nicht ja und nicht nein gesagt, weil ich wusste, entweder hat er irgendwie was vielleicht am Laufen, Kamera oder ein Video oder sowas, ne? Also hier, man kann auch, Mensch, heutzutage, die modernen Handys, da machst ein kleines Loch rein und dann filmst du oder so. Ne? Habe ich dann so geantwortet, nicht ja und nicht nein, wisst ihr, was ich meine, Und dann waren sie richtig sauer, ne? Naja, aber dann merkte ich aber schon, dass da was nicht stimmt. Lucke, ich schwör's dir, ne? Eins sage ich dir ehrlich, ne? Auch wenn du das gemacht hättest, soll ich dir was sagen, andere wären richtig sauer. Die hätten gesagt, Digga, warum... Na, wozu soll ich das denn machen? Das ist doch ganz kurz. Lass mich nur kurz ausreden. Vor allem jetzt lutschen sie sich halt gegenseitig den Sack, indem man sagt, ja, ich muss ja gar nicht gegen dich aussagen, weil du bist ja eigentlich voll gut. Ja, Locke, wenn du das gemacht hättest, ich wäre dir auch gar nicht böse, alles cool, du bist der beste Bruder. Ja, also was ist das für ein komisches Statement? Aber ich finde das auch komisch, wenn Leute irgendwie zu ihm hinkommen und dann halt Geld geben und sagen, jo, mach mal das und das, also jetzt für irgendwelche Statements oder sowas. Also ich sag mal, wenn Locke halt, sollte das Video echt sein und Locke ist halt wirklich nicht auf der Straße und ist auch nicht Leons Schuld und so weiter und der hat ihn auch nicht fallen lassen, ist ja alles gut, aber wenn das, wenn das so wäre, hätte ich es auch wichtig gefunden, auf jeden Fall, dass Locke halt dazu aussagt einfach, ne, damit man halt sieht, was Leon in dem Fall dann halt für ein Typ einfach wäre. Und viele Leute sind hier halt auch davon ausgegangen, dass das halt so ist. Und ich meine auch daran, ich meine, Leon beschwert sich halt jetzt im Video darüber, aber ganz ehrlich, dass es solche Gerüchte gibt, da ist doch Leon einfach alleine dran schuld. Also, keine Ahnung, das Ding ist doch, Locke war die ganze Zeit in den Videos. So, plötzlich, keine Ahnung, macht er was anderes oder... Er hat dann aufgehört, Videos zu machen und so, man hört nichts mehr von Locke, gar nicht, der ist in keinem Video mehr drin. So, und ich meine, Locke sieht jetzt ja nicht gerade so aus wie jemand, der sein Leben im Griff hat. Also sorry, ich finde schon, dass er halt so ein bisschen ungepflegt aussieht. Da könnte man schon denken, ja, könnte schon Obdachloser sein, so, no front. Und der ist dann plötzlich nicht mehr da. So, natürlich gehen die Leute dann davon aus, was ist eigentlich mit Locke passiert, wenn man den überhaupt gar, wenn man nichts mehr von dem hört, gar nichts mehr. So, und natürlich kommen die Leute dann halt darauf zu denken, ja, vielleicht hat den Leon fallen lassen und der ist wieder obdachlos oder so. Das ist halt dieses Problem, so Leute wie Leon, die sagen halt nie mal, was Sache ist. Wenn die so ein Statement bringen, dann machen die so ein Gammelstatement wie Leon Mascher, wo der halt gar nichts klar macht. Und im Endeffekt wundert er sich dann, warum dann Scheiße im Hintergrund oder
so generell öffentlich erzählt wird oder behauptet wird oder warum Gerüchte rumgehen. Ja, dann mach doch einfach mal dein scheiß Maul auf und sag was dazu. Wenn du es gemacht hättest. Ja gut, 300 Euro ist ja nicht verkehrt, ne? Aber ja. Leute, ich sag mal so, okay, ich hätte 300 Euro auf der Tasche und die gibst du aus und dann. Ich meine, auch wenn du das gemacht hättest, ne, wäre ich dir nicht sauer gewesen. Weißt du warum? Weil ich deine Situation verstehe. Ja, weil ich weiß, in was für eine Situation du bist. Aber jetzt, dass ich sage, okay, er hat es gemacht. Ah, weil er das Geld gebraucht hat, ja. Weil er in dem Moment an das Geld gedacht hat. Ah, läuft nicht. Leute, läuft nicht. Fertig, sowas mache ich nicht. Braucht mich auch keiner mehr bitte fragen. Ich habe genug Ärger als. Ja, und wie gesagt, jetzt demnächst ist es mal Pause und ich hoffe, die nächsten 1 bis 2 Wochen geht's los und dann. Wenn ich das erfolgreich alles abgeschlossen habe, dann sehen wir uns. Wenn ich mir einen Wunsch hätte, hätte ich gesagt, Digga, okay, wir probieren es einfach, dich zu lenken, aber du lässt dich nicht lenken. Nein, ich du machst was. Digga, er lässt sich nicht lenken. Ruhig, Digga. Und deswegen ist er real. Du kommst zu spät, du kommst mal gar nicht, lässt mich stehen. Ja, was du willst. Ich mach was ich will, so fertig. Ganz einfach. Das habe ich schon immer so gemacht. Und was ich will, das ist ja Blödsinn. Ja, aber das ist schon gut, aber ich meine, so gewisse Punkte. Ja, man sollte sich, man sollte nicht stur verpissen. Er hat nicht einmal was zu Monte gesagt. Er hat Monte nicht einmal erwähnt in diesem Video. Jetzt, mein Gott, ich werde ja nun auch ein bisschen älter. Und ich werde ja auch, wenn ich mal bedenke, vor ein paar Jahren, da war ja noch ganz anders. So, Jungs, ich weiß nicht, was noch zu sammeln ist, aber die großen Punkte haben wir jetzt geklärt. Und wie gesagt, Jungs, wenn ihr mich da seht, so auf der Straße, so gut. Denkst du, das stimmt alles oder hat Locke einen Huni bekommen, um so ein Video zu machen? Boah, das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es echt ist. Kommt natürlich drauf an, gut, wie hoch ist die Summe? Ich sag mal, theoretisch, Leon könnte ihm halt auch ganz locker einen Taui geben oder 3, 5 oder auch 10.000, theoretisch halt, ohne dass ihm das wehtut, nehme ich einfach mal an. Und ich glaube, für 10.000 Euro würde selbst ich in Lockes Situation oder auch für einen Taui würde ich halt da wahrscheinlich hingehen und sagen, jo, ey, ne, das ist halt alles gar nicht so, wie es ist. Obwohl es halt so ist, weil Leon sagt ja selber, da ja, kann ja sein, dass du das Geld einfach benötigst. Und genau so könnte das hier halt auch sein. Ich meine, im Endeffekt ist jetzt halt die Sache, wir müssen eigentlich nur abwarten. Ich meine, Locke hat ja gesagt, er macht halt jetzt den Entzug. Falls das stimmt und er zieht das durch, dann müsste man ja, ich schätze mal, eigentlich noch dieses Jahr irgendwann ein Video von den beiden sehen, das auf seinem Kanal halt online kommt. So, ich denke mal, das wäre ein normaler zeitlicher Ablauf irgendwie, das sind noch 7 Monate. Und daran sieht man das ja, ne, ob dann halt was kommt oder nicht. Und wenn halt nichts kommt, kann man zumindest davon... Da kann man zumindest die Behauptung aufstellen, dass es halt fake ist. Vielleicht hat Locke den Entzug auch nur nicht geschafft oder so, aber dann hat man zumindest einen Indiz dafür, dass er halt wieder gelogen hat. Ne? Es ist halt echt schwierig zu sagen. Du weißt nicht, wurde er bezahlt, wurde er nicht bezahlt. Natürlich kann man mich ansprechen, klar. Das Problem ist halt, dass dieses Video keinen Inhalt hat. Weißt du, wenn die wenigstens irgendwas Inhaltliches reden würden, dann könnte man vielleicht irgendwelche Lügen entlarven oder gucken, welche Dinge da falsch sind. Ja, hier einer auf Detektiv machen, aber dadurch, dass die halt wirklich 19 Minuten einfach nur das wiederholen, was die schon vorher gesagt haben, kannst du da halt einfach faktisch das Ganze nicht widerlegen, weil die nichts gesagt haben einfach. Ich habe auch nichts gegen. Und ich habe auch nichts gegen, wenn man mal ein Foto macht oder so. Aber Video machen und dann, was macht Locke da und so, ja, das ist scheiße. Geht gar nicht. Geht wirklich nicht. Ich habe nichts gegen, wenn man mich freundlich fragt, können wir ein Foto machen? Jederzeit. Und dann schauen wir mal, dass wir dann wieder was drehen. Foto mit Locke hätte ich auch. Was weiß ich noch nicht, aber es wird wieder irgendwas Lustiges sein. Ja, und das war es auch von meiner Seite eigentlich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mal wirklich in die Kommentare. Ich zeige Locke auch das Video mal, auch bevor wir es veröffentlichen. Ja, klar. Zeige ich Ihnen das Video nochmal an. Genau. Alles gut. Und auch in den Kommentaren schreibt mal wirklich Fragen, wenn ihr Fragen an Locke habt oder. Ja, mal ehrliche Fragen. Nicht so ein doofer Kommentar, immer dieses. Ehrlich geradeaus. So, ja. Fragt. Und dann gibt es auch ehrliche Antworten. Aber wenn man natürlich schon vorher irgendwelche dummen Beleidigungen schreibt, dann gibt es gar keine Antwort. Fertig. Kann ich jetzt endlich gehen oder was? Ganz einfach, Alter. Nein, Mann, alles gut. Wie kriegst du deine 1 Million Euro, Locke? 1 Million Euro, ja. Nee, alles gut. Wollen wir was fordern gehen oder ja, so? Lass mal gucken, was du los. Sag mal, fastest du? Ja, ich faste, Digga. Nein! Ja, aber ich muss so 2 Stunden warten, Digga. Ja, machen wir in 2 Stunden. Habe. Köftespieß auf deinen Nacken. Oh, Digga, nee. Mit Essen spielen wir nicht mehr. Achso, das eine Video hatten wir auch gedreht mit Döner, Dildo-Pack. Ja, war damals auch keine gute Idee. Ne? Und mit Essen spielt man wirklich nicht. Nee.
Entschuldigung dafür. Also das war keine gute Idee mit Döner und sorry, Dildo und so. Das geht gar nicht. Haben wir uns nächstes Mal gedacht. Sorry gesagt. Zwar nicht ernst gemeint, aber er hat sich tatsächlich entschuldigt. Ich weiß nicht, kommt da noch was? Wir wollten eigentlich was ganz anderes drehen, aber da war der Discount haben wir doch echt gelöscht. Gar nicht. Und so mussten wir zur Not irgendwas überlegen. Und da kam auch diese dumme Idee mit dem Dildo-Dildo oder so. Döner. Ja, das ging gar nicht. Wir fanden es witzig, aber wir hatten dann feststellen müssen, das war dann gar nicht witzig. Es hat zwar lange... Ja, weiß ich nicht. Was soll ich dazu großartig sagen? Also wie kann man so wenig Inhalt in so viel Zeit packen? Es ist halt technisch einfach gar nicht möglich, ey. Montes Kommentar ist bei Leon Insta. Montes Kommentar ist bei Leon Insta. Hä? Digga. Okay, ja, aber ansonsten ein schlechtes Statement.